Vielleicht noch abschließend eine Frage. Mit dem Wechsel des Generaldirektors zeichnen sich auch Weichenstellungen in den Landesdirektionen ab. Was denken Sie, wie sicher sitzt denn der Markus Klement jetzt noch in dem Stuhl, den er inne hat? Und inwiefern hat da der Landeshauptmann noch ein Wörtchen mitzureden? Erstens zur Frage, wie sicher im Stuhl, kann ich mangels Insiderkenntnisse nicht sagen. Zum Landeshauptmann, und der ja in Wahrheit, an dem führt kein Weg vorbei, ist eine interessante Äußerung des Salzburger Landeshauptmanns Haslauer heute bekannt geworden. Er meinte in einem Interview mit den Salzburger Nachrichten, dass er auf dieses Anhörungsrecht, wie es im Gesetz heißt, de facto ist es ein Aussuchungsrecht, dass auf das durchaus verzichten könne. Jetzt bin ich gespannt, wie das dann bei einer kommenden Gesetzesänderung ausschauen wird. In Wahrheit gehört dieses Anführungszeichen Anhörungsrecht Anführungszeichen längst in den Müll. Das ist ja auch, das hindert wahrscheinlich auch Medienmacher und versierte oder junge, innovative Medienmacher aus dem Ausland, sich überhaupt dafür zu bewerben. Da haben Sie völlig recht. Ja. Eines, und jetzt sind wir wieder bei der GD-Wahl. Eines der Merkmale ist, dass das ein reiner ORF-interner Bewerberkreis war. Außenstehende Bewerbungen, und zwar hochkarätige, die gibt es nicht, weil die halt um die Bestellmodalitäten, die es in Österreich gibt und über die Absprachen Bescheid wissen. Ein einziges Mal 2011 hätte es die Chance gegeben, dass Gerhard Zeiler, und der ist nun wirklich ein sehr, sehr reputierter internationaler Medienmanager, dass der in den ORF zurückgekommen wäre, aber das ist am damaligen SPÖ-Kanzler Faymann bekanntermaßen gescheitert.